Ja, also wenn man das natürlich hört, ja, produziert Glas, klingt langweilig, ist aber eigentlich nicht so, weil wie alles im Leben entwickelt sich das einfach weiter. Ne? Heutzutage ist ja extrem viel Technik einfach in so einer Glasscheibe drin, das heißt jetzt so ein Head-Up-Display oder dass die Scheibe automatisch dunkler wird oder sowas. Also ich bin Luca Diederen, 22 Jahre jung, ich mache eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik, bin jetzt im ersten Lehrjahr, bald zweites, ja, und freue mich auf heute. Also ich fand Elektronik sehr, sehr interessant und desto mehr man sich so reinliest, sage ich mal, desto interessanter wird es. Und dann heutzutage ist ja alles mit Elektronik und man kann sich schon vieles herleiten, wie was funktioniert. Und das ist dann sehr interessant, ich habe gute Kollegen, ich bin produktiv, ich habe sehr viel Freude daran. Ich kann mich einfach nicht beschweren, also auf jeden Fall weiterempfehlen. Inhaltlich gefällt mir sehr gut, dass man also eine Abwechslung hat, sage ich mal. Man denkt jetzt zuerst, man hat nur mit Glas zu tun, aber viel wichtiger sind ja eher diese Produktionsschritte. Also ich finde der Zusammenhalt von den Azubis bei Saint-Gobain sehr gut. Wie gesagt, man hat halt eben so ein gewisses Team, was man sich zusammenbildet. Also wenn jemand so ähnliche Interessen hat, würde ich sagen, kann er das auf jeden Fall gerne mal versuchen. Soll sich da bewerben. Ich würde jetzt nicht sagen, was da im Weg steht. Wie gesagt, ist interessant, bildet dich weiter, macht sehr viel Spaß bis jetzt. Gute Ausbildung, man hat danach gute Voraussetzungen. Also die Ausbildung würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann mich bis jetzt nicht beschweren. Wie gesagt, ich habe eine tolle Ausbildung, es macht jeden Tag Spaß. Wie gesagt, alles ist super, ich habe gute Kollegen, ich bin produktiv, ich habe sehr viel Freude daran. Ich kann mich einfach nicht beschweren, also auf jeden Fall weiterempfehlen.